Meine Lieben, und schön, dass ihr am Start seid aus Hannover. Wir werden heute, und das wollte ich mir nicht nehmen lassen, das in meiner Videoreihe am Start zu haben, den Söhner testen. Also im Großen und Ganzen ist es halt ein Sucuk-Döner, aber ein richtiger Spieß. Ne? Also ein richtiger Spieß aus Sucuk-Fleisch. Den werden wir uns gönnen. Ich habe den irgendwann mal gegessen mit so ekliger Käsesoße. Deshalb kann ich das überhaupt nicht bewerten. Noch für euch, nicht, dass ihr euch wundert, das ist kein Herbiss. Ne? Und es ist wirklich eine kranke Story dahinter. Das ist wirklich eine seltene Geschichte, die ich da habe. Und da bin ich auch nicht dafür bin ich auch wirklich nicht zu beneiden dafür. Das ist Maultripper. Das ist Maultripper und deshalb, ja, nur nicht, dass jetzt die ganze Sache in den Kommentaren wiederkommt. Ich weiß mit dir, ich hört nicht mein Essen haben. Das ist ein seltenes Ding, Mann. Da bin ich nicht für zu beneiden, wirklich. Also, das ist Maultripper? Als wenn es Maultreffer geben würde. Wahrscheinlich Maultreffer. Naja, nachdem ich jetzt euch allen Appetit aufs Essen gemacht habe, werden wir jetzt zum Söhner rüberflitzen und wirklich mal jetzt hier eine finale Aussage treffen, ob das Ding überhaupt Sinn macht. Also für mich steht Sucuk-Döner unter sehr guten Vorzeichen. Also ich habe sehr gute Erinnerungen an Sucuk-Döner. Damals haben wir uns das auch in der Pfanne halt immer selber gemacht. Ne? Und das war so special. Döner war unrelevant, ist unrelevant geworden. Zu Hause Sucuk in der Pfanne anbraten, natürlich die schöne von Eggetürk mit einem gelben Emblem. Rein in die Pfanne, anbraten. Der selbstgemachte Söhner, das war eine Macht. Dann noch so diese grünen Peperonis rein, die es beim Türkenmarkt gab. Und das war Welt. Und wenn du mal einen Dönermann gefunden hast, der dir das zubereitet hat, dann hast du ihn aber bis auf Tauchstation. Hey, mein Lieber. Hast du den Söhner schon mal getestet, mein Lieber? Ein bisschen auf, ja, die deutsche Machart angepasst. Also nicht so scharf wie der echte. Geil, geil. Also geschmeidig auf den deutschen Gaumen angepasst. Ne? Kurze andere Frage. Weißt du, was ich hier habe? Keine Ahnung. Das ist Maultripper. Ehrlich? Ich muss pissen, Achmed, Mann. Es ist Höchststrafe. Mit geladener Kanone isst man nichts. Das trübt die Bewertung. Wir wollen fair hier bewerten. Puh, Söhner Möhner. Und was ich noch dazu sagen muss, natürlich, um die Kalorien wieder runterzukriegen davon, setzen wir natürlich auf die Supplements von Sack Plus. Ihr wisst es, Qualität made in Germany. Code HOLLE10 für den direkten Support. Würde mich freuen, wenn ihr mal rumschaut. Link in der Videobeschreibung. Jetzt geht's weiter im Video. Moin, mein Lieber, grüß dich. Bin zum ersten Mal hier. Wir haben hier Söhner, ne? Ja. Das ist der klassische Sucuk-Döner, ne? Klassisch. Ist dein Laden? Nein, ich bin Mitarbeiter. Ja? Aber du stehst hinter der ganzen Sache, ne? Ich bin da, ja. Aber das ist eine Kette, ne? Das ist eine Kette, oder? Die Franchise-Kette. Okay, ja. Hier sieht man das auch nochmal, ne? Also das ist die Sucuk-Kette aus Berlin. Die Söhner-Kette. Sucuk und Söhne steht als GmbH dahinter. Nur so als kleine Insider-Info. So, und da haben wir den guten Spieß. Mein Lieber. Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Erinnert mich ein bisschen an Simit. Würdest du sagen, es hat Simit-Charakter? Aha. Aber die Türkei sagen die Kumrut. Aber ich würde ohne diese Käsesoße würde ich nehmen. Mit Käsesoße ist besser, Mann. Nee, ich kann mit Käse, ich kann nicht. Alle wollen mich überreden, denn. Und dann bin ich auch so dumm und gib nach, obwohl ich eigentlich weiß, ich mag das nicht so gerne. Ich muss ohne Käsesoße, glaub mir. Kein Problem, ich mag mit Kräuter, Knoblauch und Schaf. Ja, geil. Käsesoße. Ja, wir machen Kräuter, Knoblauch, Schaf, auch Berlin-Style angelegt, ne? Ja. Perfekt. Bin ich gespannt, wie Frittenfett. Ich hab jetzt echt gedacht, das wäre so ein dicker Sucuk-Würfel. Ja? Hätte ich ganz ehrlich gedacht, aber das ist ein richtiger Spieß, Mann. Das ist auch relativ groß, der Laden. Da oben kann man auch noch essen anscheinend. Boah, ich hab mir die Kamera gegen die Nase gehauen. Aua. Macht Söhner schöner auch? Macht schöner, ne? Guck mal, von mir noch, was man hier auch noch hat halt, ne? Dieses Pulver noch, das finde ich immer sehr geil. Also Pulled Beaver, das sagt man dazu auch, ne? Das ist manchmal wirklich ein gutes Upgrade zum Döner. Also ich habe schon mal erlebt, wo das wirklich also deutlichen Zugewinn zum Döner dargestellt hat.
perfekt, Mann. Also der sieht echt krass aus. Ich esse eben draußen, dann kommen wir rein, ne? Perfekt. Es sieht heftig aus, ne? Es sieht echt krank aus, das Ding. Das ist schon, ich habe mir Jalapenos noch drauf machen lassen. Das stelle ich mir sehr geil vor mit diesem schönen Sesambrot. Oh, das muss eigentlich krank schmecken. Gerade als Sucuk-Fan muss man das natürlich betrachten. Wirklich, Bedingungen stimmen. Bedingungen stimmen optimal. Ich habe nahezu nichts gegessen heute. Mein erstes richtiges Essen. Erster Biss von mir fand ich das Brot ein bisschen trocken. Ja, hätte ich mir wesentlich saftiger, flauschiger vorgestellt. Der Sesam kommt auch gar nicht so zur Geltung. Ich liebe Sesambrot. Mit schön, natürlich durch die Röstung noch, durchs Erhitzen im Toaster, kommt der Geschmack natürlich noch eher darüber, von diesem Sesam. Ich liebe das des Todes. Ich merke nichts von. Leichte Süße, aber durchs Brot, das ist wirklich, wie ich finde, so dieses leichte Zimt-Charakter. Schon gut. Das ist, das sagt mir zu. Also Sucuk-Wurst, ich sage euch nur meinen ersten Eindruck, zu Hause selber gemacht, wesentlich geiler. Sucuk geht auch ein bisschen unter, es ist wirklich vernünftig, also es ist auch lecker. Aber diese Geschmacksexplosion, die ich für mich von Sucuk kenne, das heißt auf Pizza, Baguette, zu Hause Döner selber gemacht, geht völlig flöten. Das, was der Junge vorhin gesagt hat, das ist sehr dezent im Geschmack. Sehr dezent, hat er gesagt vorhin, ne? Ja. Die Jalapenos an und für sich finde ich das ganz nice, aber die treten dadurch sogar in den Vordergrund. Also das irgendwie Hauptakteur in diesem Ding, diese kleinen Jalapenos. Ja, ich möchte nicht sagen enttäuscht, aber ich bin ein bisschen enttäuscht. Also die Süße vom Brot reißt es ein bisschen raus. Soßen sind vernünftig, Salat ist frisch, aber einfach Sucuk, die gute, die man kennt, richtig hart angeröstet in der Pfanne. Billig Fladenbrot einfach holen, irgendwo beim Türkenmarkt, rein damit, zur Not Tzatziki gekauft, tut's deutlich mehr. Hi mein Lieber, ich wollte nur sagen, war ein gutes Ding, aber ich habe so gedacht, so wie ich in der Pfanne gemacht habe damals, weißt du? Zack, schön angebraten, würde ich noch heftiger finden, aber kann man essen. Auch Soßen gut, Brot schön süß, das war schon stabil. Ja, Mann, sehr gerne. 6,80 kostet der, ne? Ist halt so ein Dönerpreis, ne? Muss man sich abfinden mit diesen Preisen. Ach, nur ganz kurz von dir auch noch. Du hast jetzt auch probiert, ne? Was, ja, genau. Was hast du zum Geschmack? Schmeckt sehr gut. Wirklich kann man machen. War mal was anderes einfach. Ein geiles Sandwich. Aber man kann es wirklich, wie Holger gesagt hat, zu Hause besser machen. Safe, safe, auf jeden Fall. Safety? Das ist safety, safety. Ich würde ihm trotzdem eine 6,7 geben. Immer noch stabil, lecker. Aber das ist nichts, wo ich jetzt jedem sage, geht unbedingt mal einen Döner testen, weil das komplett die Welt verändert. Kurzes, knackiges Video, Leute. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Daumen einfach mal richtig scheppern lassen würdet. Und natürlich ein Abo, wenn ihr das noch nicht getan habt. Dann sehen wir uns beim nächsten Video.